Ja, hallo und willkommen zurück in der Pommesbude. Tag 13. Wir starten durch und zwar mit Fähigkeitspunkten. Wir haben sogar drei Stück und ich will mal ganz gern reingeben in den Sprengmeister, da wir ja jetzt doch öfters mal Granaten und sowas benutzen. Einfach mal ein bisschen mehr Schaden damit machen. Und da wir jetzt gleich eine Trader-Runde machen, dachte ich mir, nimm mal die letzten beiden Punkte und machen die rein in besser verhandeln. Und zwar alle beide. Gibt uns 10% bessere Preise bei den Händlern. Und das können wir gut gebrauchen, weil wir haben ja hier gar nicht so viel Geld. Ja, ich habe auch versucht in der Nacht die Doppeltaschen-Mods zu bauen. Hier die Mods für die Rüstung und für die Kleidung. Allerdings fehlt uns dafür im Moment das Klebeband. Und da wir keins haben, habe ich hier angefangen, Kleber zu produzieren mit Knochen und trübem Wasser. Das läuft hier durch, dann bauen wir uns die halt in der nächsten Nacht, ist ja kein Drama. Aber da ich jetzt alles an trübes Wasser verbraucht habe, habe ich hier 51 leere Wasserkrüge dabei, die ich in dieser Folge vergessen werde aufzufüllen. So, was sagt denn eigentlich das Benzin? 34%? Nee, niemals. Wir haben doch hier was. Müsste doch reichen. So, aufgetankt, 87%. Sieht besser aus. Wir setzen mal Kurs in Richtung Norden. Und zwar zu diesem neuen Trader Hugh, den wir gestern freigeschaltet haben. Kann man das eigentlich ins Tracking nehmen? Ja, kann man. Sehr gut. 2,7 Kilometer, auf geht's. Ja, das gibt mir Gelegenheit, mal ein Thema anzusprechen. Das hier wird die letzte Folge und das letzte Video, was ich auf YouTube hochladen werde in diesem Jahr 2021, denn das Video geht am 31.12. online und ich dachte mir, hey, es ist ja gar nicht mehr dann so lange bis zum Jahresende, da mache ich doch einfach mal eine YouTube-Pause auf ganz entspannt, einfach mal erholen von den ständigen Videos und dann im nächsten Jahr richtig gut gelaunt und frisch durchstarten. Nice. Oh, wir erreichen die Wüste, ein neues Biom. Das gibt mir gleich Gelegenheit, mal was zu verifizieren. Wir sind ja hier noch im Grünen. Das ganze Looting hängt ja jetzt nicht mehr mit dem Game Stage zusammen, sondern mit dieser neuen, wie haben sie es hier genannt in der deutschen Version, Beutestadium. Jetzt haben wir hier 29. Okay, und wenn ich jetzt rübergehe in die Wüste. Dann habe ich einfach 51. Haha. Gut, das funktioniert also ganz gut. Einfach deswegen, weil man in der Wüste jetzt besseres Loot bekommt. Und die Wüste ist ja nur quasi das zweitschlechteste Biom für Loot. Deutlich besser geht es noch im Schneebiom. Aber der absolute Lootkracher, der erwartet uns dann im Wasteland. Ich weiß aber nicht, ob das so klug ist, hier auf diesem Schwierigkeitsgrad ins Wasteland zu gehen. So, hier sind wir bei Trader Hugh und wir werden hier von so einem scheiß Geier verfolgt. Verpiss dich. Mach, dass du wegkommst. Yay. Hier kommt der Nächste. Digga. Geht's euch gut? So, gehen wir rein. Und looten den Laden hier erstmal. Oh, ihr habt jetzt Schweine. Waren die schon immer hier? Ich glaube nicht. Feueraxt kann er uns gleich abkaufen. Der Zombie ist draußen, logischerweise. Mehr Leben. War denn hier eigentlich dieser Munitionscrate? War der hier drin in diesem Haus? Jawohl. Oh, schön. 762er Ammo und einen Metallstachelmod. Aber der ist nur für Knüppel, richtig?
Ja, kann an Knüppeln angebracht werden. Okay, verkaufen wir ihm. So, dann haben wir hier noch so eine Untergrundkonstruktion, wo es eigentlich auch Dinge drin gibt. Es sei denn, die haben das geändert. Bauplan für die Chemiestation kennen wir leider schon. Oh, Rahmen. Kaffee hat er hier in seinen Regalen. Nehmen wir uns den Felszertrümmerer mit und den Schädelbrecher für die nächste Horde. Was zu essen hat das Design hier? Das haben sie doch völlig geändert. Hier war doch, das war doch vorher nicht so. Sechserbogen. Hier bleiben keine Wünsche offen. Seine obere Etage. Bier kannst du behalten. Ja, kein schlechtes Zeug hier. Nehmen wir das alles irgendwie mit. Hier, dieses Sham-Sandwich kann ich noch essen. Oh, das haben wir hier. Eine Auswahl gut aussehender Schuhe. Ja. Wichtig. Automatischer Maschinenpistolen-Geschützturm-Bauplan. Her damit. Der hat ja einiges an Loot hier in seiner Bude. Krass. Noch nie so viel Loot bei einem Trader bekommen. Ein Safe hat er auch noch. Kommen wir da ran? Ja, klar. Kommen wir eigentlich auch an den Kram hier ran? Nee, das ist ja auch. Aber hier an den Unterschrank. Oh, jetzt kommen die aber von allen Seiten. Na ja, gut, wir sind hier drin ja halbwegs sicher. Machen wir noch den Safe auf. Okay, eine 1er AK. Ja, wir haben ja schon eine. Scrap. Vergrößerter Gewehrlaufmod, den will ich haben. Machen wir das hier weg. Und das Stoff auch. Sperrteile können wir ihm gleich verkaufen. Dann scrappen wir die Bleiteile. Und dann handeln wir erstmal mit ihm. Jo. Okay, den Rest nehme ich mit. Das hier wollte ich ihm eigentlich verkaufen, aber das will er nicht. Schauen wir mal rein, was er im Angebot hat. 2600 ist nicht viel, aber vielleicht können wir irgendwas mitnehmen. Der Magnum. Ich habe in der Alpha 20 noch nie die entsprechende Munition dafür gesehen. Eine Pumpgun hat er hier für 5000. Geile Sache. Würde ich mir sofort kaufen mit dem richtigen Geld. Ist noch was im Geheimvorrat? Das nicht, hat sogar noch eine Dreier-Pumpgun für 9000. Ja, nee, nichts, was man jetzt unbedingt haben muss. Okay. Torradlenker. Ja, gut, aber wir haben ja, also so viel Geld haben wir nicht. Ach so, gib uns mal eine Quest. Das im Süden, vergrabene Vorräte. Vorräte ausgraben. Ne, wir machen hier Zombies. Weil, mit dem erhöhten Loot Stage, das würde ich ganz gern nutzen. Da müssen wir nicht hier rumbuddeln, sondern holen uns einfach besseres Loot. So. Die kommen jetzt hier natürlich von allen Seiten. Das ist ein Spinnenzombie. Na komm, spring. Ja, gehen wir die Quest machen. Und dann ist ja auch ganz gut, dass ich weiß, dass hier die Wüste ist. Dann können wir hier auch mal hinfahren, werden wir Ölschiefer brauchen. Das passt doch alles sehr gut zusammen hier. So, packen wir gleich mal unseren ganzen Kram ins Bike. Und da kommt der nächste Vogel oder was?
Nicht zu nahe, Brudi. So, starten wir die Quest. Und dann geht's hier los. Okay, ist die Tür offen? Jo. Ach, ihr wart in der Zwischendecke. Level up. Oh, da ist was versteckt hinten. Komme ich hier irgendwie rauf? Jawohl. Na, Zweier Spitzhacke, die haben wir schon. Benzinkanister Rad. Ich check mal die Stats. Bitte was? Die hat 34 Blockschaden und unsere... Mit Mod 35,8. Ich glaube, die gefunden ist besser, oder? Jetzt haben wir hier Blockschaden 37,6. Na, das war doch gut, dass ich nachgeschaut habe. Einmal was zu trinken. Gute hier schon den Raum, obwohl ich eigentlich erstmal durch wollte. Oh, das ist gut. Hier gibt es viel Pflasterstein. Das können wir gut gebrauchen. Uah. Tür zu. Ja. Gut. Schönes Massaker. Irgendwas kommt von draußen, glaube ich. Ja, du. Hey, auf hin und her zu tänzeln. So, hier gibt es aber noch mehr, wenn der Punkt da raus zeigt. Ist das draus? Nö. Ach, hier ist doch bestimmt wieder ein Schalter irgendwo. Hallo, Schalter. Hä? Kein Schalter? Ach Gott, man muss hier rausgehen. Alles klar. Hey, aufwachen. Oh, Kacke. Ach, den Hund wollte ich jetzt nicht aufscheuchen. Guck gerade einen Airdrop rüber. Ah, der hat da hinten was abgeworfen, wie es aussieht. Das ist Nordwesten. Ja, wir können uns ja mal Airdrop Fragezeichen machen. Aber ehrlich, keine Ahnung, ob wir den jemals finden. Okay, dann können wir den Laden jetzt auch mal looten hier. Raketenwerferteile. Okay. Was ist denn für eine Animation? Strange. Ja, den Raum hier hatten wir schon gelootet. Da oben waren wir auch schon. Dann kümmern wir uns jetzt hier um diesen Lagerraum. Denn hier liegt ja einiges an Pflasterstein rum, was ich extrem gut finde. Oh, gleich was essen. Ja, hier hatten wir ja noch das Hauptloot. Nice. Raketenteile. Großer Verbandskasten, sehr schön. Und das Rezept für Öl. Auch gut. Ja, die kommen von überall Zombies angeeiert. Wir machen hier erstmal ganz in Ruhe die Pflastersteine.
So, dann. Hier waren wir durch, hier waren wir durch. Ist noch der Hauptverkaufsraum. Die Toiletten. Oh, jetzt bist du hier rumgekommen. Meiner hast du mir ein Lootbag mitgebracht, das ist doch nice. Juckersaft. Gleich trinken. Ja, ich glaube, das war's. Von dieser Guest Station. Wir können auch einmal außen rum. Wobei, nee. Da war ja nur der Hof hinten und den hatten wir ja schon. Okay, laden wir unseren Kram ins Bike ab. Und dann geht's zurück zum Trader und dann Richtung Heimat. Und auf dem Weg schauen wir noch bei Trader Jen vorbei. Da haben wir doch abgesägte Schrotflinte-Mod, bin ich kein großer Fan von. Deswegen Rohrbomben, da bin ich ein großer Fan von. So, wir können ja noch was mitnehmen von ihm. Nehmen wir hier irgendwas im Süden? Ja, nehmen wir doch die vergrabenen Vorräte, die machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir fahren jetzt erstmal zu... Ist hier schon wieder so ein scheiß Geier? Das gibt's doch nicht. Ey, ich bin im geschützten Gebiet. Ist dir scheißegal, oder? So, was wollte ich denn sagen? Wir fahren zu Trader Jen und können ja auf dem Weg diese Stufe 1 Abholen-Quest hier machen. Zack. So, hier sind wir bei der nächsten Quest und starten wir die gleich mal und gucken mal diesen Gerätschuppen da hinten rein. Yo. Absoluter Geräteschuppen. Man kennt ihn. Der mit der Geräteschuppen mit der Verkaufsfront hier. Ja. Sieht aus wie ein Verkaufsstand. Ich schwöre aber, es ist ein Geräteschuppen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Hat sich doch gelohnt. Lockpick. Ja gut, dann gehen wir mal rein durch die Fronttür. Hallo. Kommt das hier sehr bekannt vor. Ich bin mir relativ sicher, das Haus haben wir hier schon mal gelootet in der Serie. Aber das muss dann irgendwie am Anfang gewesen sein. Oh. Ist einfach kaputt. Oh, sag mir nicht, dass wir kein Repair-Kit haben. Oh, shit. Oh, no. Ja gut. Dann muss es jetzt die Spitzhacke tun. Und natürlich die Schrotflinte. Und natürlich der Bogen. Soll keiner sagen, mit Werkzeugen kann man nicht kämpfen. Wird natürlich die Schaufel benutzen. Aber wir haben nur eine Steinschaufel. Das macht mich gerade echt traurig. Es wird alles gescrapped. Ist hier noch jemand? Oder wahrscheinlich auf dem Dachboden. Hochheilen hier. Bevor wir uns gleich ins Unglück stürzen. Du so. Bleib doch stehen.
Aha. Ja. So, über aufs Dach. Und dann musste man doch hier irgendwie über so ein kleines Gap springen in die Garage. Zack. Und hier unten warteten dann Zombies. Jetzt erinnere ich mich wieder, wann das war. Habe ich nämlich letztes Mal auch hier irgendwas gebaut und dann mit dem Bogen geschossen. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade noch ein Déjà-vu. Man kann auch hier einfach auf den Schalter drücken, dann geht die Garage auf. Sehr schön, sehr schön. Hauptloot. Sechser Kapuze können wir verkaufen. Maschinengunnerbuch. Kurz und schmerzlos. Sei der härteste Typ auf dem Schlachtfeld. Fertige M60 Maschinengewehre. Ja, moin. Das machen wir. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich glaube, ich stecke in dieser Serie mal einen Punkt in Maschinengunner, also wie auch immer der Perk hier heißt auf Deutsch. Ja, gut. Ach so, nee, nicht gut. Hier ist doch noch die Tasche. Nicht Lost oder was? Ach so, haben wir das gar nicht gelootet. Überhaupt was gelootet? Wir haben die ganze Küche noch nicht gelootet. Ach Mensch. Soll die denn sein? Ah, okay. Kaffee raus, das brauchen wir nicht. Und dann ist diese Quest auch erledigt. Oh Gott, es ist schon 18 Uhr. Wollte doch noch zu unserem Trader da die Quest abgeben. Naja, können wir auch morgen machen, notfalls. Das macht ja nichts. Hey Jan, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Mir ist mein Vorschlaghammer kaputt gegangen und dann habe ich einfach alle mit der Spitzhacke umgebracht. Einen Speerbuch brauche ich nicht, aber 9 mm Munition nehme ich sehr, sehr gern. Wir beseitigen Zombies Stufe 1, 1,2 Kilometer Süden müsste in unserer Stadt sein, oder? Und dann schauen wir mal noch, was sie im Angebot hat. Wollen wir vielleicht irgendwas verkaufen? Hier zum Beispiel das und das. Messing brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Unsere alte Spitzhacke können wir loswerden. Ja, und dann schauen wir, was sie im Angebot hat. Ist die Eisenschaufel. Blockschaden 61,4. Die hat 53,7. Braucht aber weniger Ausdauer und so. Weiß ich nicht. Magnum Vollstrecker. 44er Waffen. Sprinten kostet 20% weniger Ausdauer, aber natürlich nur mit der entsprechenden Waffe ausgerüstet. Tja. Torwart für 27k. Lederbeinschienen wären auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ein Upgrade für unsere Rüstung. Aber da fehlt uns das nötige Kleingeld. Geringverdiener. Tja, ich nehme nicht viel mit. Ich nehme diese Mod hier mit, strukturelle Klammermod. Die können wir auf eins unserer Werkzeuge oder Waffen tun, um den entsprechenden Block- Thank you so oder much. Nahkampfschaden zu Come erhöhen. again. Was nehmen wir denn da? Schaufel zum Beispiel.
kommen wir nichts mehr rauf. Oder vielleicht einfach die Axt. So. Ja, ich denke tatsächlich dran. Nehmen wir die Wasserkrüge und füllen die auf. Dann können wir wieder Wasser abkochen, Kleber herstellen, dies, das. So, wir haben noch kurz Zeit. Schauen wir uns doch mal in der unmittelbaren Nachbarschaft um. Das sind so Gebäude, die müssen wir jetzt gar nicht komplett looten. Aber hier ist doch zum Beispiel noch dieses Savage Country, wo wir noch nicht drin waren. Da können wir doch noch die letzte Stunde ein bisschen nutzen, um hier zum Beispiel ein bisschen was im Außenbereich zu machen. Vielleicht findet man da noch was. Dann können wir morgen den Tag einfach auch mit diesem POI hier starten. Dann looten wir früh am Morgen einfach das Savage Country hier einmal komplett durch. Müssen uns dann nicht mehr um den Außenbereich kümmern, weil der dann schon gelootet ist. Ist einfach ein richtiger Wagen. Kann man hier rein? Tatsächlich. Ehre. So, was ist das hier? Ach so, der Müllbereich. Der Baumwollsamen, weg damit. Okay, ich schätze mal, hier gibt es dann nichts mehr. Dann haben wir den Außenbereich erledigt. Und morgen schauen wir dann, was es drin Schönes gibt. So, unsere Eichen fangen hier auch an zu wachsen. Sehr, sehr gut. So, Falle an. Nochmal den Rest hier abladen. Da gab fast nochmal ein ganzes Inventar voll. So, dann können wir mal checken, was unsere Pflanzen hier oben machen. Oh, oh. Ist das schon ausgewachsen? Ja, nice. Ach ja, das ist auch die Neuerung aus der Alpha 20, dass die jetzt nur noch mit einem gewissen Prozentsatz Samen geben können. Und mit meinem Glück habe ich hier natürlich gar keine Samen rausbekommen. Sympathisch, aber dafür haben wir jeweils 2 Items rausbekommen aus jeder Pflanze. Ist doch auch ganz nett. Ja, was soll ich sagen? Das war Tag 13. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn euch die Serie und 7 Days to Die Content interessiert, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde mich mega freuen. An der Stelle auch mal vielen Dank an die wunderschönen Menschen, die gerade in den letzten Tagen und Wochen das Ganze immer mit Liken begleitet haben und nette Kommentare unter die Videos geschrieben haben. Ich glaube, ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Channel im Moment absolut am Eskalieren ist, was das Wachstum angeht. Hätte ich mir so nie vorgestellt. Ich habe hier Ende September, Anfang Oktober angefangen, solche Videos auf YouTube hochzuladen und habe mich da über 10 Aufrufe schon extrem gefreut. Gestern habe ich nochmal aufs Kanal-Dashboard geschaut und es waren einfach 1200 Aufrufe an einem Tag, was dann quasi eine Verhundertfachung innerhalb von 2-3 Monaten macht. Das kann sonst nur eine Tesla-Aktie oder der Bitcoin. Ja, tausend Dank auf jeden Fall dafür. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt im nächsten Jahr. Und dann bleibt mir jetzt nur noch euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und einen bestmöglichen Start in 2022. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.